Hallo, wir gehen hier diesen Hang, den man sieht, auf den Gipfel vom Patscherkofel bei Innsbruck hinauf. Alternativ gibt es auch einen Fahrweg. Abgekürzt haben wir mit der Bahn, sodass wir nur noch ca. 300 Höhenmeter vor uns haben. Da wir den Gipfelhang Richtung Zirbenweg aufgrund der Schneeverhältnisse nicht abfahren können, fahren wir den Ziehweg hinunter zur Bahnstation und gehen den Zirbenweg von Anfang an. Das hier wäre der Gipfelhang gewesen, aber wie man sieht, man konnte ihn leider wirklich nicht abfahren. Das Schöne am Zirbenweg ist, dass man die ganze Zeit die gegenüberliegende Nordkette und Innsbruck im Blick hat. Am Ende vom Weg ist man im Glungezer Skigebiet. Der Dienstag mit dem Angebot fürs Nachtskifahren mit beleuchteten Pisten bietet sich ja natürlich sehr gut an, falls man ins Dunkle kommen sollte, so wie in unserem Fall.